Shalom Aleichem. Das ist sehr angenehm und besonders gut, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt vor Shabbat, zu lernen ein bisschen von die Parasha. So eine großen Parasha zu formulieren in Viertelstunde, 20 Minuten, das ist nicht schön und nicht gut, aber auch schön und gut, weil ein bisschen ist besser als gar nicht. Deshalb, ich habe gedacht, einen Gedanke mit euch heute zu lernen, eine Pasuk von der Parasha, die wir das heute bearbeiten können, vielfältig in Judentum, Halacha, Midrash, Gemara, Chassidut, Kabbalah, zeigen eine Pasuk, wie man sich etwas in die Torah richtig lernt. Also wir lernen über Parashat Kittisa. In Kittisa wird erzählt im Kurzen die halbe Shekel umzuzählen das jüdischen Volk, über die Ktore, die Weihrauch, die Waschbecken, Kior, und über noch ein Altar, über die Geschichte von Chetta Egel, 39 Tage nachdem Moshe Rabbeinu kommt nicht, kommt schon die sechste Stunde, Boshesh, und Moshe kommt nicht, das Volk macht Egel Saav, goldene Kalb, und Moshe macht sich außerhalb der Lager ein Zelt. Außerhalb der Lager, und er nennt diese Lager, die er jetzt wohnt, Ohel Moed, Zusammenkunft, Bestimmungszelt. Also, jeder, der das, wer der Angesicht seines Lehrers aussucht, ist es gleich wie der Angesicht von der Schina zu sehen. Also, wenn du siehst, dein Rebbe, das ist, als ob du siehst Hashem. Und jetzt lese ich die Pasuk. Ve'aya ketzet Moshe el ha'ohel, Pasuk 8. So war es dann, wenn Moshe zu sein Zelt hinausging. Yakumu kol ha'am, stand das ganze Volk auf. Also wenn man sieht die Rebbe, was macht man? Man hebt sich, bitte aufheben, bitte stehen. So wie in die normale Klassen, in die Schule, der Lehrer oder Lehrerin kommt man rein. Alle stehen auf. Und jeder bleibt am Eingang seines Zeltes stehen. Und so schauten die Moshe nach, bis er in das Zelt hineingekommen war. Also was steht geschrieben? Moshe Rabbeinu hat geschafft ein Zelt, Zelt von Ohel Moed. Wenn er geht zu dem Zelt, was machen die ganze Volk? Stehen auf, eins, bleiben stehen und schauten. Ich gehe nicht jetzt rein in Deutsch, bitte. Ich gehe rein jetzt in die Wörter von Torah. In die Wörter von Torah gibt es zwei Wörter. Einmal Re'iya, sehen, und einmal Habata, gucken, schauten. Re'iya ist von Weitem, einfach, und Lehabit ist von Nähe. Betrachten, begreifen, bemerken, umgucken, nicht so allgemeine Ausblicken. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Also, gleich eine Pasuk danach steht geschrieben, Vera'a kol ha'am et amud ha'anan, und das ganze Volk sah die Wolkensäule. Was steht geschrieben hier? Ve'hibitu acharei Moshe. Also, es gibt zwei Wörter. Eine heißt Re'iya, zu sehen, und eine heißt Habata. Habeta Shamaim, Hashem sagt zu Abraham als Astrolog, soll er schauten im Himmel, nicht sehen und gucken. Rashi,
Veibitu acharei Moshe. Und so schauten sie Moshe nach zu seinem Ruhm, also ihm zu loben. Heil dem von einer Frau geborenen. Also wir loben einen, der von einer Frau geboren ist, dem so zugesagt worden ist, dass die Schechina nach ihm in dem Eingang seines Zeltes eintreten wurde. Also schnell Wiederholung, was steht hier geschrieben? Moshe Rabbeinu macht außerhalb dem Lager Oel Moed, der Zusammenkunft, Bestimmungszelt. Wenn Moshe geht zu diesem Zelt, alle stehen auf, bleiben stehen, sehen oder schauten, was machen die über Moshe? Sie schauten ihm, okay? Was ist der Unterschied zwischen schauen, Leabit, und sehen? Sehen ist weit, oberflächlich, stamm, zu sehen, ja, ich will sehen. Ja, Shalom, guten Tag. Ich habe gesehen, Sie haben geschaut in dem Schaufenster. Ja, ich habe geschaut, geguckt, so. Aber ich will keine Schuhe kaufen. Versteht? Kennt ihr den Unterschied, wenn du stehst im Schaufenster, Roe, sieht oder schaut? Also wenn du schaust, dann suchst du Schuhe. Kennt ihr den Unterschied? Stimmt? Also seid es zwei Paar Schuhe. Beim einen lernst du und beim einen guckst du. Ich guck mal, schauen wir mal. Schlamo, kurze Frage. Das Zelt ist der Tabernakel oder nicht? Ich höre dich nicht gut, noch einmal. Das Zelt ist das Tabernakel, der Holy of Holies oder noch ein anderes Zelt? Ja, diese Oel Moed wird später jetzt zu dem Holy Zelt von Oel Moed. Ja, aber das ist momentan Moishas Rabbeinu Synagoge. Sein Zelt, wo er dort die Leute zum Termin, zum Shiur macht. Okay? Er beginnt langsam die Sachen so dort zu lagern und das ist der Oel Moed. Klar? Also dort in diesem Ort, Gott spricht mit ihm und wenn sie ihm schauten, dann schauten sie Hashem, die Schchina. Gehen wir weiter. Was machen die Jiden? Die loben ihm. Was sagen sie? Glücklich ist die Mutter von dem... Oh, der Mann Moshe Rabbeinu, wie gut geht ihm. Er ist ein vollkommener Mensch. Hashem spricht mit ihm, wie schön. Sagt Rabbeinu Asher in die Halacha, und er bringt das von Rabbi Avdima von Haifa. Wenn dein Rebbe kommt vor dir, du sollst bleiben stehen, bis du siehst ihm nicht mehr in die Augen, bis er sitzt. Was heißt das? Wenn einer sieht sein Rebbe, dann sieht er seine Nuancen, Mimik im Gesicht, Hände, Sprache, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Liebe, Güte, streng. Versteht ihr also, reicht nicht nur Lernen von Rücken. Muss man lernen im Gesicht. Weil im Gesicht, dort gibt es eine Erscheinung. Und sie achten auf seine Handlungen. Ich lese euch jetzt ein paar Gedanken vom Talmud und wir gehen zum Sicha von Rebbe. Rabbi Jakob von Kfar Chitim ist gegangen jeden Tag zu sehen sein Rebbe. Wenn er war alt, hat ihm dem Rebbe gesagt, brauchst du nicht so viel anstrengen, mich jeden Tag zu gucken. Sagt er, nein, ist ein riesiger Vorteil zu sehen, dem Gesicht von einem Weiser. Rabbi Mesharshia hat gesagt, seine Kinder,
dass immer wenn sie einen Platz suchen, zu hören eine Shiur oder zu beten und es gibt eine Shiur, eine Rede, eine Predigt, sie sollen sitzen vorne und nicht hinten. Weißt du, es gibt Leute, die wollen nicht gesehen werden. Dann sitzen sie ganz hinten von dem Rebbe. Und es gibt Leute, sie sagen es mir egal, ich bin nicht der Idee ist. Wer ist ihr wichtig? Der Rebbe, stimmt? Ich will ihn doch sehen. Also wenn ich gehe jetzt zu einem Schuh beim Lubavitcher Rebbe, wo sitze ich, wenn ich habe Möglichkeit? Ganz vorne. Warum? Weil ich will alles sehen. Ich will sehen jeden Blick von Rebbe. Versteht ihr? Okay. Rabbi Yehuda Hanassi sagt, ich bin ein sehr intelligenter Mann, ich bin ein sehr spitziger Mensch. Warum? Weil beim Shiur, ich habe gesehen, den Hals von meinem Rebbe. Ich saß bei der Seite und ich habe nicht gesehen nur sein Gesicht, ich habe gesehen auch seinen Hals. Rabbi Yochanan und Reish Lakish sagen, wir sind große Gelehrte geworden, weil wir haben immer geguckt auf die Finger von Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi ist immer gegangen mit Handschuhe, mit Händekaloschen und manchmal hat er sich runtergenommen und sie haben geguckt auf seine Finger, wie er spricht, geworden Torah-Gelehrter. Jetzt beginnen wir zum Chassidut. Was passiert, wenn ein Mensch hat etwas vergessen und er ist unkonzentriert? Was soll er machen? Soll er sich malen, das Bild von seinem Rebbe? So schreibt Rabbi Zvi Elimelech Shapira, der Bnei Socher. So schreibt Reb Chaim Yosef David Azulayin Gdemot. Das ist wunderbar. Wenn er denkt über seinen Rebbe, dann hat er sich dem Rebbe im Herzen und er wird sich nicht vergessen, das, was er hat gelernt. Das wird ihm helfen zu konzentrieren. Gut. Kommt die Lubavitcher Rebbe und er sagt, das steht schon in die Tora und in Zohar, dass wenn Jakob ist in Mitzrayim und er will nicht vergessen von Tora, was sieht er? Er sieht die Bild von seinem Papa Jakob. Und ich lese euch jetzt ein Verbrechen von Rebbe. Tovshin Ben Gimel, Seite 147. Sagt der Rebbe, es ist eine große Sache zu gucken, zu achten, zu schauen, zu beobachten und genau schau gucken, die Benehmung von seinem Rebbe. Weil wenn er guckt, gut, er kann lernen eine Sache, zwei Sachen und sogar drei Sachen. Das heißt, er muss nicht nur dem Schiur, er schaut nur und schon da lernt er etwas. Manchmal habe ich eine ganze Schiur, eine ganze Stunde, zum Schluss kriege ich eine WhatsApp. Schlomo, was hast du getrunken? Also ich denke, Mann, eine Stunde habe ich ein Schiur gegeben. Aber der hat gesehen in dem Glas irgendeine Farbe. Und er war nicht sicher, was ist dieses rote Getränk. Das interessiert ihn. Warum? Weil da ist was zu lernen. Das wurde nicht gesagt, hat man ganz genau beobachtet. Manchmal macht man eine Schiur und danach jemand schreibt dir, war schön deine Krawatte. Ja, aber es ist Nebensache, stimmt? Nebensache. Tee, Hagenbutten-Tee und Krawatte. Das ist jetzt das, was der Rebbe jetzt hat unterrichtet. Haben Sie vielleicht eine neue Brille gehabt? Neue Brille? Und so erklärt der Rebbe etwas sehr interessant. Er beginnt mit einem Mishnah in Sukkah. Sie wissen, beim Hallel, beim Gebet am Sukkot, nennt man die Palmenzweige und alles und man schüttelt. Auf alle Seiten. Und dann, Bet Hillel sagt, man schüttelt
Nuba, oh Gott, hilf uns. Oh Gott, hilf uns, schockelt man. Bet Shammai sagt nein, auch wenn man sagt, oh Gott, oh Hashem, rette uns, erfolg uns. Also wann soll man jetzt schaukeln? Bei der Hilfe oder bei dem Erfolg? Sagt Rabbi Akiva, ich habe nicht gebetet, ich habe geguckt, was macht Rabbi Gamliel und Rabbi Joshua. Und wenn der ganze Volk hat geschockelt, sie haben nur geschockelt bei Anna Hashem Oshiana. O Ewiger, hilf uns. Frage ich euch heute. Bet Shammai sagt, nur beim Anfang. Bet Shammai sagt, bei die zweite und bei die erste. Anna Hashem Atzlichana, Anna Hashem Oshiana. Bet Hillel sagt, nur beim Anfang. Anna Hashem Oshiana. Rabbi Akiva sagt, ich habe gesehen, wir haben Gamliel und Rabbi Joshua, wie sie beten, und sie schaukeln nur beim Ersten. Was glauben Sie, heute ist die jüdische Halacha beim Schaukeln die Lulav? Beim Ersten oder beim Zweiten? Bei beiden. Nein, gibt es nicht beim Beiden. Der hat gesehen, wenn er hat gesehen mit seinen Augen, dass der Rebbe schaukelt nur beim Ersten, Shabbat Shalom, hat sich erledigt, hat er schon die Antwort. Heute auch, Anna Hashem Oshiana, das was? Anna Hashem Atzlichana, nicht. Das heißt, er hat gesehen, sehen ist mehr als lernen und studieren. Der hat gesehen, was er macht. Er hat beobachtet, er hat geschaut, der hat nicht geguckt. Verstehst du, der hat beobachtet, was er macht. Manchmal Leute sagen mir, Schlomo, bei drei Schritten zurück bei Yosef Shalom, was macht man zuerst, rechts oder links? Und manche sagen, ja, ich habe gesehen, du machst links vor rechts bei Moshe Shalom. Das heißt, muss man nicht fragen, wenn du guckst, was der andere macht, lernst du. Also, wie Bituel Moshe, muss man manchmal nicht alles fragen. Guck und mach nach und hat sich erledigt. Der Rebbe bringt noch eine Geschichte. Rabban Gamliel reitet auf ein Esel von Akko nach Ksiv. Und Rabbi Ilai, Bar Yehuda, geht nach ihm. Hat er gefunden auf dem Boden ein Stückel gebackene süße Brötchenkuchen. Sagt der Ilai, Rabbi Gamliel sagt der Ilai, heb das auf. Er hebt das auf. Da finden sie einen Nicht-Jude und sagt ihm Rabbi Gamliel, Mavgai, Mavgai, nimm diese Kuchen von Ilai und mach damit was. Sagt Rabbi Ilai zu Mavgai, von wo bist du? Sagt er, ich bin von Bargenin, von Lebanon. Und wie heißt du? Sagt er, Mavgai. Und du kennst Rabban Gamliel? Sagt er, nein, der kennt mich. Drei Sachen haben wir gelernt. Eins, dass Rabban Gamliel hat Ruach HaKodesh. Er sieht einen Mann auf der Straße, er weiß, wie er heißt, Mavgai. Stimmt? Muss man nur beobachten, was der Rebbe macht. Zwei, wenn man sieht Essen auf dem Boden, was muss man machen? Aufheben. Aufheben. Und drei, das war nach Pesach. Und Chametz von einem Jude darf man nicht essen nach Pesach. Aber ein Chametz von Goy darf man essen nach Pesach. Das ist ein Halacha bis heute. Das heißt, wenn jemand hat bei sich zu Hause eine Nudel am Pesach, er darf das nicht essen nach Pesach. Aber wenn die goyische Nachbar hat am Pesach Nudel, kannst du kommen am Ende vom Pesach, sagt, liebe Nachbar, ich habe Lust nach Makaroni. Da darf ich deine, hast du zu viel, hast du ein bisschen Barilla? Weißt du, so, ich darf aber oben ein bisschen. Und seine Chametz, seine Gesäuertes, ist koscher. Warum? Weil er darf nicht am Pesach Chometz halten. Und da wollen wir schließen. Wenn Moshe geht zu dem Zelt, alle stehen auf. Warum? Weil sehr oft Leute stehen auf, wenn sie sehen eine Torahrolle. Aber wenn sie sehen eine Rebbe, bleiben sie sitzen. Was ist jetzt wichtiger, eine Torahrolle oder eine Rebbe? Leute, die haben mit mir nicht gelernt, sie werden sagen, ja, Schlomo, Torahrolle, klar. Aber einer von den Kindern von Schlomo, ich kann mich nicht erinnern, wer war das, Zeevi oder Moti, die waren Kinder. Und ich habe gefragt, einer von meinen Kindern,
Was passiert, wenn Papa fällt auf den Boden oder eine Torarolle? Was hebst du zuerst? Und eine von den Kindern hat gesagt, Torarolle. Da habe ich gefragt weiter, und was passiert, wenn die Lubavitcher Rebbe fällt auf den Boden und eine Torarolle? Sagt mein Kind, oh, klar dem Rebbe. Was versteht man hier? Dass der Volk muss verstehen, dass die Torah ist etwas, die nicht mehr so wertvoll wie ein Mensch, der hat die Torah in sich, eine lebendige Torah. Von einem lebendigen Torah, der hat gelernt, dem Torah, man lernt viel mehr als der Schrift. Nein, nein, wo steht das geschrieben? Wo steht das ganz genau geschrieben? Kannst du mir dem Schrift zeigen, wo steht das ganz genau geschrieben? Du, Shalom Aleichem, steht geschrieben, dass man muss zweimal schaukeln, da und da. Was macht man? Nein, schaukelt man nur da am ersten Mal. Warum? Weil so hat Rabban Gamliel gemacht. Warum? Weil die Banane ist krumm, Banane. Es ist nicht jetzt die Zeit zu lernen, warum. Im Judentum gibt es eine Regel wie Bitu Achre Moishe. Wenn der Rebbe macht, macht die ganzen Volk. Macht dem ganzen Volk. Später willst du erklären, warum der Rebbe macht das. Musst du nachforschen und lernen Torah. Der fünfte Lubavitcher Rebbe war einmal in Polanie und ist mir gegangen, die Hände waschen zum Brot essen. Macht die Lubavitcher Rebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kommt ein anderer Rabbiner zu seinem Sohn, sagt er, Gewalt, steht geschrieben in Shulchan Aruch zweimal steht geschrieben, 1, 2, 1, 2. Wieso macht der Rebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3? Sagt er, mein Papa ist ein Robot von Halacha. Das, was steht in Halacha, macht mein Papa. Und wenn mein Papa macht das, das ist die Gesetz. Was machen die Chabadnikers heute? Wie oft waschen sie die Hände? Dreimal. Was machen die anderen? Zweimal. Weil steht geschrieben, zweimal. Okay. Mach was, steht geschrieben, sei gebencht, sei gesund, Mazel Tov. Wenn dein Rebbe ist ein Buch, gib ein Kusch dem Buch. Shabbat Shalom mit dem Buch. Wenn es dir Probleme gibt, sollst du denken über dem Buch. Auch kein Problem. Kommt Moishe Rabbeinu und er gibt uns ein Geschenk. Ve'ibitu achare Moishe. Willst du an dein Leben wirklich wachsen und die Torah erkennen? Guck nach dein Rebbe. Er wird dir wirklich lebendige, praktische Torah beibringen. Womit ist die Sache zu vergleichen? Warum gibt es so viele Diskussionen im Judentum? Weißt ihr? Sage ich euch. Weil viele Torah-Gelehrte haben nicht gemacht Praktikum. Ich wiederhole. Warum gibt es so viele Diskussionen und Meinungsverschiedenheit im Judentum? Weil viele Torah-Gelehrte haben nicht gemacht Praktikum. Praktikum heißt Shimush. Shimush. Zu sein bei einem Rebbe und zu machen das, was er macht. Und zum Schluss frage ich euch, wenn einer hat gesessen 10 Jahre in Uni und hat gelernt Anatomie, Biologie, Medizinie, alles gelernt wie Moishe Groys. Und einer war mit einem größten Professor ein Jahr in Chirurgie, im Saal. Wer glaubt ihr, will ich soll mir operieren? Nicht jetzt, mit 120. Bestimmt werde ich mit 120 irgendeine kleine OP brauchen. Da muss ich überlegen, welcher Doktor. Der hat 10 Jahre studiert oder der ein Jahr macht Praktikum in Chirurgie? Aber der hat, klar, aber der erste hat gelernt 10 Jahre. Schkoyach, nimm deine Bücher, mach eine Bibliothek, sei mir gesund und stark. Alles wunderbar. Der andere ist derjenige, der hat gemacht Praktikum. Wie oft habe ich getroffen in meinem Leben einen Koch mit Diplome und einen Koch, der kocht schmeckhaft. Ich habe getroffen mehrere Mal einen Koch, oh, der hat eine Diplome von dem, Michelin, von da, schmeckt. Wie alte Socken, kommt ein anderer, der hat nicht gelernt und er kocht und alles von seiner Hand,
a Delikatesse, a Genuss. Hat deine Oma gelernt zu kochen? Nein. Wie kochst du? Rezept. Wie schmeckt das? Rezeptual. Wann beginnst du richtig zu kochen? Wenn du kochst mit Liebe, wenn du hast Praktikum. Versteht ihr, was ich meine? Praktikum, und ich will schließen mit einer Geschichte, wahre Geschichte. Es gibt in Frankfurt einen Mann von Polania. Er heißt Paul. Pavel. Nicht Jude, aber klug gibt auch. Pavel hat keine Bildung. Und er war in einem Restaurant. Was hat er gemacht? Anstatt zu arbeiten und konzentrieren bei sich, er hat geguckt, wie die Köche mit den Diplomen kochen. Das heißt, Vehibitu. Er beobachtet, er begreift. Es ist nicht nur Reia, Habata. Heute, 30 Jahre danach, ist er ein Koch. Noch ohne Diplom, aber mit einem guten Job und kocht wunderbar. Warum? Weil wir leben in einer Welt, wo wird sehr stark die Urkunde, die Diplome, die Rezept, die schriftlich als Hauptsache gesehen. Stimmt, ist auch wichtig, nicht verkehrt. Aber das wahre Lernen kommt von Vehibitu. Seht ihr, da ist ein Beispiel jetzt, ihr habt gesehen ein Beispiel in eure Augen. Der Lehrer sagt, wie viel sollen wir lernen? Viertelstunde. Praktisch, wie viel hat man gelernt? Halbe Stunde. Warum? Weil es hat mir Spaß gemacht, Freude gemacht. Was lernt man davon? Lernen mit Freude ohne Uhr ist besser als mit Uhr ohne Freude. Verstanden? A gut Schabes, bleib alle gesund und stark und ihr sollt mehr beobachten und praktizieren Hashems Wege als nur Theoretikaners von Rezepten zu haben. Wenn man die Sachen wirklich in die Hände nimmt, glauben Sie mir, 3 Monate in die Synagoge zu beten, kannst du viel mehr beten, als 1 Jahr zu Hause studieren. Wenn du gehst und du praktizierst und du lernst, so lernt man richtig. Fein, bleib gesund und stark. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Du wolltest was sagen, Tom? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.